Meist sind sie winzig, die Spuren in unseren Gärten. Dieses Häufchen über einem Wildbienennest ist nicht viel größer als diese Andenken eines Regenwurms. Oder das Eingangsportal einer Ameisenkolonie. Unsere Beete sind voll mit solchen unscheinbaren Hinweisen auf unsere Mitbewohner. Wir müssen sie nur lesen können. Die kreisrunden Löcher in den Kornellkirschblättern sprechen eine deutliche Sprache. Hier war ein besonderes Tier am Werk. Die Löcher sind wie ausgestanzt und über den ganzen Busch verteilt. Aber wo ist der Täter? Die Verantwortliche sitzt auf dem Katzenkopf. Es ist eine Blattschneiderbiene. Mit den Blattschnipseln tapeziert sie ihre Röhre tief unter der Hauswurz im Blumentopf. Und sie ist nicht die einzige. Eine ganze Kolonie Blattschneiderbienen hat sich hier angesiedelt und untertunnelt den Hauswurz. Fraßspuren gibt es viele. Diese Ligusterblätter etwa sehen aus, als hätte hier jemand seine Lochzange ausprobiert. Buchtenfraß heißt das auch. Verantwortlich dafür sind verschiedene Rüsselkäfer. Sie kommen meist erst nachts heraus, um zu knabbern, dann, wenn wir sie nicht sehen können. Den sogenannten Lochfraß verdanken wir einem anderen Käfer, dem Erdfloh. Sein Name ist Programm, seine Sprungkraft enorm. Nur sein Hunger ist noch größer. Die Erdflöhe profitieren von den trockenheißen Sommern, aber Gießen und Unkrautjäten treibt sie in die Flucht. Welche Gartenarbeit auch ansteht, es gibt immer etwas zu entdecken. Im Hochbeet genauso wie unter den Büschen. Kein Loch im Boden ist unbewohnt und kein Blatt rollt sich so schön von selbst zusammen. Die Sackträgermotte verrät sich mit ihrem Köcher und die Schaumzikade mit ihrem Schaumnest. Dieser elfenhafte Kokon wurde von der Feenlämpchenspinne gesponnen, die ihn später noch mit Lehm ummantelt. Andere Lehmbauwerke beherbergt das Gartenhäuschen. Eine Töpferwespe hat zwischen den Brettern ihre Brutkammern gebaut. Und am Sockel ragt ein Schornstein in die Luft. Den hat eine Schornsteinwespe gemauert. Und jetzt trägt sie Raupen als Larvenfutter ein. Hinter jeder Spur steckt eine Gartengeschichte. Und oft müssen wir nur ein bisschen verweilen und hinschauen, um sie erzählt zu bekommen.